Ja, ich erhebe eine Augenbraue und lasse den nicht aus den Augen, während Abel mir schon mit schnellen Schritten in eine Richtung will. Und Ich ja, hoffe, ich gib will mir noch mal mal ein Gassenwissen. Ich will nicht mitziehen, sozusagen am Ärmel. Gassenwissen. Nein, du hast hier keine Kontakte. Zumindest keine, die wach sind. Ja, dann kannst du dich in die Gassen drücken und du wirst auch auf alle Fälle dieser Blutgeruch, der an ihm klebt, verfolgt euch noch ein bisschen. Und irgendwann bist du dir auch gewahr, nachdem du dann ein paar Treppen hoch und dann auf dem Dach weitergelaufen bist, dass du ihn dann wohl abgeschüttelt hast. Puh, das war knapp. Was laufen hier für Wahnsinnige rum? Also, wir hätten ihn einfach da an Ort und Stelle erschießen können. Jetzt kann er uns in den Rücken fallen. Nun, wir sollten nicht einfach so wahllos in der Vergangenheit morden. Wir wissen nicht, was dies Auswirkungen auf die Zukunft hat. Vielleicht ertötet ihr euren Großvater, wer weiß. Während ihr gerade wieder die Dächer, die Treppen runtersteigen wollt, könnt ihr wohl sehen, wie oben auf dem Dach eine merkwürdige lilane Kröte vor euch sitzt, die euch aus glubschigen Augen anstarrt. Wo kommt das denn schon wieder her? Was für ekelhafte Biester hier doch umherlaufen. Könnt wohl sehen, dass sie wohl euch anblinzelt aus ihren glubschenden Augen und dann fällt euch auf, während sie so ein bisschen herumquakt, dass sie wohl auch auf dem Rücken Augen hat. Und zwar viele. Ihr hört nach 10 Augen auf zu zählen. Ey, wie sollten die gehen? Die scheint mir kein natürliches Tier zu sein. Schau, Nein. schaut sie nicht an. Richtet eure Augen zu Boden. Aber sie schaut mich Schaut an. nicht hin. Ich Egal sehe. Wo ich hinschaue, sie sieht mich. Ich komm mit. Ich ziehe ihn weiter in die Gasse hinein. Gut. Ungefähr 10 Minuten später steht ihr vor dem Krak-Yarkesh. Die Orgien, die hier am Vortag stattgefunden haben, haben sich wohl gelegt. Auch die Wächter, die hier vorstehen, haben sich an ihren Speeren aufgelehnt und schlafen wohl oder dösen. Ihr könnt wohl aber auch erkennen, dass sich ein kleines Lager gebildet hat vor der Stadt. Das sind dann die Pfauengardisten, die Iphemia mitgebracht hat. Und dort könnt ihr 5 Personen erkennen, die hier noch Wache stehen und gerade die anderen entweder wach treten oder es versuchen oder teilweise selber mit dem Säbel an ihnen herumfahren und sie langsam und genüsslich aufschneiden, ihre eigenen Freunde. Was sind das für Verrückte? Also ich meine, sie töten ihre eigenen Männer und tun uns damit einen Gefallen, aber warum? Wir wissen nicht warum, aber vielleicht sollten wir uns von ihnen auch fernhalten. Ja, ich zähle 5 von denen, die sich bewegen können. Ich dachte, der eine da wäre auch, aber dann hat er Sagt ihm ihr, einfach die Kehle aufgeschnitten. Diamantis, ihr habt doch immer noch euer Fernrohr bei euch, oder? Aber natürlich, ja. Und schaut einmal durch das Fernrohr und sagt mir, ob ihr irgendwelche Male an ihren Körpern finden könnt. Male. Diamantus holt sein Fernrohr heraus und packt das ins Auge, um durchzublicken. Auf nach was für Malen suche ich dann? Brandmalen? Oder? Malen, Dämonenmale. Dämonenmale. Die nur aussehen. Es kann alle möglichen körperlichen Veränderungen beinhalten. Dämonische Zeichen, Verwuchung am Fleisch, Körperteile, die dort nicht hingehören, wo sie sind. Also der eine von ihnen hat sich wohl mehrere Diamanten, ähnlich wie so ein Piercing, in die Haut eingesetzt. Die Haut ist wohl aufgeschnitten, seine beiden Wangen hat er so auseinandergefaltet, hat sich da wohl Diamanten reingedreht. Man könnte fast meinen, es soll hübsch aussehen, aber so pervers ekelhaft, dass das nichts Reihergefälliges hat. Und sehe ich auch die gefangenen Hexen? Ja, die schlafen, 2 Stück. Die andere Hexe kannst du nicht erkennen, aber die Töchter von Niobara, die du unten im Observatorium bei der leuchtenden Küste gefunden hast, ja, die sind da und schlafen. Relativ zentral in der Mitte. Also, ich weiß nicht, ob es als eins so einer Dämonenmale zählt, aber ich habe wohl einen mit Edelsteinen in der Haut. Sieht aber nicht gewachsen aus, so als hätte er sich das reingedreht. Der andere hat wohl so eine merkwürdige dämonische Peitsche, wie sie auch Satrapinia hatte. Und einer scheint so Peitschen mit Widerhaken. Also, das könnten Paktierer sein, aber könnten auch nicht. Nun, es steht zu vermuten, wenn sie aus Ohren kommen, dass sie Paktierer sind.
Ich habe zumindest zwei gefangenen Hexen gefunden. Sie sind knapp fernab von einigen von den Schlafenden einfach hingeworfen, gefesselt und schlafen. Wir sollten einen Weg hineinsuchen, ungesehen, um nun die ja wegzutragen oder sie zu befreien zumindest. Ungesehen oder eine Ablenkung? Nun ja, eine Ablenkung. Was stellt ihr euch vor? Also nicht. Gut. Versuchen Sie, die Leute weiter aufzuwecken oder halten Sie aktiv Wache oder sind Sie ein bisschen überfordert damit, dass alle schlafen? Sie sind auch ein bisschen überfordert. Mittlerweile aber vor allem auch genervt. Wie? Also die wissen auch nicht, was los ist. Wie übersichtlich ist das Zeltlager, was ich vermute, dass da existiert und wo? Also wenn ihr geschickt seid, mit einer Schleichenprobe und einer Sich-Verstecken-Probe jeweils plus 3, könntet ihr zu der Stelle kommen. Also, Kapitän, ich meine, aber mir... ich weiß, ich habe den Titel schon nicht mehr, aber danke. Wir sollten uns... Nach der Gewohnheit. Versuchen, sie zu befreien. Das ist das Wenigste, was wir für sie tun können. Ja. Ich denke, ich könnte es versuchen, dort ungesehen hinzukommen. Das eine Zelt da, das größere, haben die in einem guten Punkt aufgestellt, so wie die Sonne momentan steht. In einem ungesehenen Augenblick könnten wir uns in einem Schatten dorthinter schleichen und von dort aus kommen wir auch gleich zu den Gefangenen. Nun, dann sollten wir es versuchen. Gut. Leise aber. Was machen wir, wenn es schief läuft? Dann hast kämpfen du irgendeinen Zauber parat oder erschieße ich die einfach? Nun, wir töten sie. Gut. Das liegt doch in eurer Natur in letzter Zeit, nicht wahr? Ich tue nur, was ich tun muss. Heißt natürlich nicht, dass es mir Spaß macht. Natürlich. Heißt aber auch nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Also hier erfindet weder Freude noch Leid darüber? Abhängig davon, wer mir gegenübersteht. Nun ja, wir müssen diese Diskussion jetzt nicht hier an Ort und Stelle führen, aber wir sollten uns unterhalten an späterer, bei späterer Gelegenheit. Warte auf mein Zeichen. Auf den richtigen Augenblick und dann laufen wir. Wie wär's mit Schleichen, nicht laufen? Ja, selbstverständlich schleichen, aber wir müssen uns beeilen. Die Strecke ist knapp 200 Schritt lang und wir sollten nicht gesehen werden. Okay, dann passt ihr den richtigen Augenblick ab, wo sie gerade beschäftigt sind mit etwas anderem. Und dann bitte eine Sich-Verstecken-Probe, um im Schatten der Zelte zu bleiben, damit die Blickpunkte sich nicht kreuzen. Ah, das ist ja wunderbar. Ich habe einen Punkt über. Sekunde, habe ich Glück? Habe ich tatsächlich. Was lohnt sich neu zu würfeln? 16, 20, eigentlich alles. Ja, eigentlich alles. Ja, aber mir dann, du hast auch gewürfelt, ne? Sich verstecken, ja. Ja, ich bin bei 4 Punkten. Gut, dann kommt hier die Sinnesschärfeprobe. Da ist eine 20 bei, das reicht. Und so könnt ihr in den Schatten der Zelte hinab, in das Zeltlager hineinlaufen, die ihnen da wohl gegeben worden sind. Alles irgendwie aus Fell, Ziegenfell besetzt und... Ja, dann seid ihr mitten im Schatten. Jetzt müsst ihr noch leise sein. Könnt ihr euch da zumindest herantasten. Die Töchter wurden wohl bewacht, aber der Fokus von den 5 Leuten ist zumindest nicht darauf. Könnt aber noch 3-4 andere erkennen, die dann zwischen ihnen liegen und dort wohl auch an Ort und Stelle eingeschlafen sind. Schleichen plus 3. Okay. Ja, 5 Punkte. Das ist eine ziemlich gute Probe. Und dann würfel ich auch da noch einmal mit einer Sinnesschärfeprobe dagegen. Doppel. Ja, ich habe einen Glückspunkt, noch einen Glückspunkt. Die Probe darfst du neu würfeln. Darfst du mit deinem Glück NPCs neu würfeln lassen? Ich darf deine und meine Würfe neu würfeln lassen. Okay. Also mit Schicksalspunkten. Wir haben aber Fälle. Aber das ist trotzdem eine gute Probe. Ja, das ist auf jeden Fall gelungen, aber nicht gekrittet. Ja, gut. Dann könnt ihr sehen, wir ziehen mal eure Token an die richtige Stelle. Und zwar Abel, mir und Diamantis.
Störung X. Und dann nehme ich... Ja, ihr wisst gerade nicht genau... 1, 2, 3, 4, ganz... 5 Stück nehmen wir. Werden die alle so passen, oder ob es einer? Das ist eine gute Probe. Da würde ich jetzt 2, 3. Und während ihr... Wollt ihr die aufnehmen? Also die sind natürlich gefesselt. Ihr könnt dann die Fesseln jeweils durchschneiden, aber die schlafen trotzdem. Ihr müsstet euch die über die Schultern werfen. Warum muss eigentlich von den Schleichenden jeder eine Probe machen, aber von den Beobachtenden nicht? Du meinst die Sinnesschärfeprobe? Just asking. Also ich kann jetzt natürlich auch noch 4 mal 3 sind 12 W20 würfeln. Ich kann es aber auch ich kann auch einfach einmal würfeln und das gilt dann für alle. Ich stelle nur Fragen, mach weiter. Ja, also bei Ihnen angekommen, nochmal einen Blick nach links und rechts, sodass wir nicht gesehen werden, dann wenn wir müssen uns hier über die Schulter würfeln und dann sind wir angreifbar. Und wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht gesehen wurden, nickt Diamantis Abel mir mal zu und wirft sich die linke Schwester, Tochter über die Schulter. Ey, toller Schicht, ja was? Das will ich auch machen. Ich hab's gehört, Samsee. Diamantis kneift die Augen zusammen und zieht seine Balistrine. Ich würde gern mal einen. Habe ich einen. Sind wir im Zelt? Sind wir oder? Nee, noch. Also es sind ein paar Zelte hier. Dann könnt ihr euch auch ins Zelt reinschleichen. Dann würde ich einen Aus-Narsis wirken und zwar ein Geräusch weit entfernt von mir in einer völlig gegensätzlichen Richtung. Ein Knacken, ein Krachen, wie auch immer. Dann aber schnell. Ich würde aber die Zaubermodifikation sprechen weglassen. Also ja, wie ist denn die Zauberzeit? Sag ich dir gleich, es sind glaube ich 5 Aktionen, die muss ich nochmal verkürzen. Dann, ich wollte gerade sagen, die musst du auf alle Fälle mindestens einmal verkürzen. Es dauert 5 Aktionen pro Komponente, also 5 Aktionen, die müsste ich nochmal um 3 auf 2 runter, nochmal plus 5, also eine plus 12 Probe. Die halbiert eine plus 6 Probe auf den Ausnahmes wirken. Ja, zeigt uns der Magier seine Illusion. Hey Süße, willst du meine Illusionen sehen? Die Realitätsdichte ist nicht schön, aber ist wenigstens geschafft. Ja, Realitätsdichte bei einem lauten Geräusch. Es ist egal. Du meinst selbst wenn sie erkennen, dass es eine Illusion ist, ist es sowieso schon vorbei. Ich wollte gerade sagen. Und ja. Vermutlich denken sie nicht zu hart drüber. Ja, gut, aber weil sie rechnen nämlich in einer Illusion in dem Sinne. Das ist auf alle Fälle richtig. Also, es ist so ein hallender Knall. Diamantis, du weißt, dass das irgendwie fahl klang. Aus den Sphären würdest du fast meinen. Samsi, es kam von dahin. Ich hab's gehört, Talasch. Ich würde zu und dann mit den Laufen hören. Auf Attack mal signalisieren. Jetzt. Und da lässt Diamantis auch nicht auf sich. So lang schnell, aber dennoch gebückten und langsam schnell und versteckten Schrittes. Mit der Tochter wieder abgehauen. Ich brauche trotzdem nochmal eine sich versteckte Probe, wenn ihr jetzt von den Zelten weg wollt. Plus 5. Ihr seid jetzt schwerer. Das ist richtig. Das ist misslungen. Und dann könnt ihr, ja, während ihr euch eigentlich schon fast sicher seid, dass ihr hier entkommen könnt, leisen Schrittes, lauft dann immer wieder schneller, als ihr aus den Zelten raus seid, in die Stadt hinein. Und dann könnt ihr es plötzlich hinter euch knallen hören, als eine Peitsche von hinten nach eurem Fuß schlägt. Wirf einfach mal einen W20. 18. Und die Peitsche schnalzt wohl mit ihren Zungen, die sie wohl hat, über den Sand, sodass ihr dann die scharfen Spritzer vom Sand an euren Rüstungsgelenken hören könnt, wie sie dann dagegen schraben. Und hinter euch könnt ihr dann, wenn ihr euch einmal umblickt, sehen, wie dort wohl ein Paktierer von der Faungarde auf euch zuläuft. Er hat, wie gesagt, seine lebende Peitsche mit dabei, mit den 7 ausfächernden Hälsen. Dann würde ich meinen Stab auf den Boden tocken und den Tempostasis auslösen mit meinem Stab. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Gut, du tockst aber auf eine Aktion. Ich müsste die Aktivierungsschwierigkeit ist plus 6 auf meiner Ritualkenntnis. Ja, mach mal. Dann friert die Zeit in ihm ein oder
Wo löst es aus? Um ihn herum, friert er dann. Okay, also auch nicht Diamantas? Doch, klar. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie weit entfernt von mir ist. Tempostasis ist keine Zielperson, sondern Umgebung. Um Zone. Ich kann ja die Zone um ihn herumlegen, oder? Um den Paktierer, wenn ich nicht umlege. Gib mir mal deine Probe. So, das weiß ich nicht, ob das... Die Reichweite wäre ja die Modifikation, ne? Irgendwie würfelt er mir gerade nicht. Nein, mit 3W20. Würfel auf 12, noch. Doch, jetzt. Falsche Dinge überfüllt. Das ist eine gute Probe. Ja, kannst du dich auf Reichweite setzen? Bestimmt. Ich gucke mal. Ja, ist nur die Frage, ob die ob die eigentlich. Ja, das ist natürlich die Frage, wie du es eingespeichert hast. Der Schutz wirkt, dass sämtliche Bewegung innerhalb der Wirkungsradius zum Erliegen kommt. Eine Zone, Zielobjekt zur Zone. Reichweite ist maximal 7 Schritt Radius, hat nur damals festgelegt, also eine 3. Ja, gut. Okay. Dann siehst du, dass er in der Zeit eingefroren ist und seine Bewegung wie all die anderen Bewegungen am Tag von der Festa-Deal verstocken. Gut, die Wirkungsdauer sind ZFW Kampfrunden. Ja, reicht. Dann könnt ihr euch wieder in die Stadt zurückziehen. Moin. Ich will ja, dass der uns nicht weiter verfolgt, irgendwie, weil er hat ihn schon gesehen, oder? Ja. Ich würde dann mal die Geweihte oder ja die Schwester zu Boden leiten lassen, mich hinter diesem Paktierer begeben, von ich vermute, einen Dolch ziehen und warten, bis der Zauber endet und ihn dann von hinten töten. Indem ich ihn von unten den Dolch in die Kehle treibe, in Richtung Gehirn. Ein Meuchelangriff also. Ein Meuchelangriff? Denk dran, dass der Schwernisse für gezielte Angriffe beim Meucheln halbiert sind. Ja, also... Er kann ja nicht wehren, also keine Ahnung, muss ich da würfeln überhaupt? Keine Ahnung. Boah, nee, glaube ich nicht. Also ich würde dir eine minus 8 geben, die kannst du halt wieder umsetzen in deinen Meuchelangriff. Im Prinzip lasse ich da jetzt dich nicht drauf würfeln. Aber so ein Meuchelangriff, während er sich nicht bewegt, am Tage von Afestadil, ist natürlich schon ein Stück. Ja, aber die ist eine Notsituation. Ein Husarenstück, möchte ich meinen. Es ist zumindest ein Paktierer. Dementsprechend sollten die Götter da mit einem zwinkernden Auge weggucken. Gut. Ja. Dann fällt zu Boden und Diamantis wacht wahrscheinlich plötzlich aus der Stadt auf und sieht mich hinter diesem toten Paktierer. Der gibt wahrscheinlich ein Röchchen vor sich und gleitet dann zu Boden. Was? Wie? Frag nicht. Ist egal. Großartig gemacht. Wie? Ihr könnt euch dann gemeinsam mit den Töchtern von Niobara wieder zurückziehen über Schleichpfade, damit ihr die Spuren, falls ihr dann welche hinterlasst, verwischt und trefft dann wieder auf euer Lager, wo ihr dann wieder auch auf Hassan stoßt. Ihr könnt den Rest des Tages mit beliebigen Gesprächen verbringen und wenn ihr dann gerade doch relativ müde, weil ihr den ganzen Tag wach wart, warum auch immer, werden die anderen mitten in der Nacht wieder wach. Ah, die Schlafmützen, endlich. Salamin ist gerade hochgeschreckt. Was ist passiert? Mein Kopf. Oh. Ich glaube, es schlägt die Reiherstunde. Zugegebenermaßen eine der unangenehmsten Ausprägungen dieses Effektes, die ich je erlebt habe. Welch freudige Überraschung. Wer seid ihr? Ach so, ihr! Ja, wir haben euer Leben gerettet, euch befreit, jada, kein Ding. Nicht, dass ihr es verdient hättet. Ich meine, ihr habt uns schon irgendwie verraten, ne? Was? Nein, das waren wir nicht. Wir wurden ja selbst verraten. Also wir haben euch nicht verraten, das war die andere. Nun, nichtsdestotrotz hat eure Unachtsamkeit in dieser Sache die gesamte Kausalfolge, die diese Zeitlinie hier intakt hält, in Gefahr gebracht, indem ihr, gestikuliert mit dem Stab, den Hügel hinab in Richtung Stadt, einige freie Akteure freigesetzt habt. Ich schlage also vor, dass ihr euer Bestes tut, diese Sache zu berichtigen. Was können wir für euch tun? Bin mir sicher, die Kapitania hat Verwendung für euch. Ja. Was wisst ihr über Iphemias Pläne? Sie hat nicht viel gesagt. Wir
Wir wurden, wie gesagt, von der anderen Schwester verraten. Ihren Namen kennen wir nicht. Sie, ja, sie hat uns verraten. Wir wurden festgenommen. Und Iphemia wollte uns umbringen. Und dann sind wir aufgebrochen. Gemeinsam mit der anderen. Und den Faungardisten. Nach Yerkesh. Und wir hatten diesen Riss gesehen. Sie sagte, wir müssen da durch. Ihr Vertrautentier hat es ihr gesagt. Und jetzt sind wir hier. Und wir sind wohl in der Vergangenheit. Warum hat sie euch mitgeschleppt überhaupt? Weil sie uns noch brauchte oder so? Ich weiß es nicht genau. Sie hat das nicht gesagt. Wir sind zumindest froh, dass sie uns nicht direkt umgebracht hat. Ja, also euer Nutzen zeigt sich ja eher als wenig nützlich. Aber an der Stelle, vielleicht wisst ihr es ja, oder aber mir, vielleicht weißt du es auch, was ist denn das Nächste, auf das ich mich einstellen darf? Wie meint ihr das? Ja, jetzt, wo ich nicht mehr so schläfrig bin. Ja, der nächste Tagesherrscher. Ich weiß gerade nicht, nach was nach Abwissen gekommen. Brahastas. Der Verwüster, der Verheerer. Krankheiten. Er zog über die Wildermark vor einigen Jahren. Nun, man schreibt ihn auch dem großen Schwarm zu. Der Fliegenbringer. Eine billige Kopie dessen, was der große Schwarm einmal gewesen sein mag. Nun, ihr wisst, wir kennen seine Verwicklung in diese nun ja unglückliche tulamidische Episode leider nicht. Ein weiteres Grollen unter euch erklingt. Der Berg zittert wieder. Welchen Schrecken auch immer dieser Tag bringen wird, mehr fürchte ich den morgigen. Dann ist es der Tag der schwarzgesichtigen Königin. Was auch immer Boltax meint, mit ihr angestellt zu haben. Dann schlage es ich wird vor, erst in der Zukunft geschehen. Dann schlage ich vor, wir nutzen den heutigen Kapitania, um unsere Angelegenheiten auf die Reihe zu bringen und zu verschwinden. Ich denke auch. Ich glaube, das Chaos wird morgen losbrechen. Denn diese Dämonen ist der Balkhalil verbündet. Und auch dem Namenlosen. Und ich weiß nicht genau, warum wir jetzt hier die namenlosen Tage haben, aber als wir aufgebrochen sind, hatten wir fast Winter. Ich habe keine Lust, dass ich zweimal im Jahr die namenlosen Tage erleben möchte. Seid ihr gar nicht neugierig, den Untergang dieser Stadt mitzuerleben? Seid ihr wahnsinnig? Nein. Wir haben die namenlosen Tage. Da ist übrigens das Portal. Ja, dann lasst uns da durchgehen. Ihr könnt einfach gehen. Durch eure Unachtsamkeit haben wir leider noch unerledigte Mitwisser in der Stadt. Dürfen wir gehen? Es ist euch erlaubt, euch in unserer Gegenwart zu revanchieren. Dafür, dass ihr uns in diese unschöne Situation gebracht habt. Vielleicht mögt ihr einmal in Janka vorbeischauen. Werden wir. Hab Dank, Schwester. Wir haben euch gerettet. Ich und Diamantis, übrigens. Abelmir. Ja? Schweigen. Sie gucken dich giftig an und würden dann mit einer Verbeugung vor Zulamin wieder durch das Portal verschwinden. Immer diese Undankbarkeit. Ja. Man sollte meinen, das ist dein erster Tag. Danke, Abelmir. Danke, Diamantis, dass ihr euch darum gekümmert habt, gestern, als wir dazu nicht in der Lage waren. Er steht zu Diensten. Ich höre und gehorche. Ja, Rufin würde breit lächeln. Nun, wie gehen wir dieser Sache an? Wer ist überhaupt noch hier? Die dritte Schwester? Die Pfauengarde? Die kann hier sterben. Iphemia? Nun, darum geht es doch. Wir können nicht sicher gehen, dass sie stirbt und entsprechend auch nicht sicher gehen, dass die Kausallinie nicht angetastet wird, außer wir kümmern uns selbst drum. Ja, ich sagte damals im Observatorium, wenn sie uns verraten würden, könnten wir sie immer noch töten. Eine Information, die vielleicht zu wichtig ist, es gibt Paktiere unter den Faungardisten. Sie schlachten anscheinend gestern die Unbeteiligten der Faungardisten ab. Hervorragend. Das macht... Wie viele Paktierer? Und sind außer ihnen noch welche übrig? Soweit wir sehen konnten, sind noch vier übrig. Einen konnten wir erledigen. Ja, obwohl wir auch nicht sicher sind, dass alle davon Paktierer sind. Ich meine,
Einer, okay, in Ordnung mit dieser Peitsche und diesen verdammten Klunkern im Edelstein im Gesicht, aber die anderen sahen mir ganz normal aus. Nun ja, sie konnten sich der Trägheit widersetzen. Das spricht dafür. Ein Pakt geschenkt. Ihr wisst, dass ihr euch gerade selbst ein wenig verdächtig macht? Denn soweit ich mich erinnere, wart ihr gestern auch recht aktiv. Wie ihr euch erinnern könnt, ist es durch meine Ausbildung in meiner Heimat ist mir gelungen, diese dämonischen Einwirkungen abzuschütteln. Von unten, von der Stadt her, könnt ihr wieder feiernde Klänge hören. Ich möchte eine Menschenkenntnisprobe würfeln, ob Abel mir mich gerade anlügt. Dein Mund ist offen. Ja, tut er. Minus 4, Abel mir. Natürlich. Die Ausbildung. Die Ausbildung wird es sein, ja. Naja, wenn du das so sagst, Abel mir, dann will ich das aber auch glauben. Nun, es gibt noch zu klären, was wir mit der Emira tun, veranstalten, wie mit ihr verfahren. Ich habe einen Vorschlag. Abelmir, Zulamin hat 14 Punkte vorgelegt, ne? Ja, muss ich irgendwas lassen, keine Ahnung. Überreden, lügen. Wer weiß, ob du meine minus 4 Punkte schlagen kannst. Wer weiß, ob du meine gar nicht erst gewürfelt schlagen kannst. Also wenn er eine Doppel 20 wirft, dann schlägt er dich auch. Ich könnte maximal 16 Punkte überwinden, hätte 10 Punkte. Ja, das ist aber die Max-Erschwernis und bei dir sind die Fertigkeitspunkte relevant.